Hallo und willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Wir sind immer noch mittendrin in dem riesigen Gehirnfeld. Und es ist alles total krank, was hier gerade abgeht. Ich weiß nicht, wie viel wir noch vor uns haben, aber ich bin mir jetzt langsam relativ sicher, dass wir uns in der letzten Phase befinden. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf was das sonst noch hinauslaufen sollte. Ansonsten ist das ja ein riesiger Brainfuck. So, ich muss mal gerade schauen. Wir haben ziemlich viel gelevelt und haben dementsprechend 12 Hirnpunkte. Da können wir ja hier noch einiges verbessern. Das ist jetzt die Qual der Wahl. So viel ist nicht mehr übrig, aber die haben hier alle so hohe Hirnpunkte. Hier im Gehirnfeld haben wir dementsprechend echt wenig Skills, aber das benutzen wir ja auch kaum. Das ist natürlich eine gute Fähigkeit hier gewesen, aber oh, das klingt auch sehr attraktiv. Es hat auch nicht so viel gekostet, das heißt, da können wir noch, wir haben noch 9 übrig. Oh, was steht denn da? Nachfolgende Angriffsvision. Angriffsvisionen werden nacheinander aktiviert, während Gehirnantrieb aktiv ist. Angriffsvisionen werden aktiviert, wenn sich die Vertrauensstufe erhöht. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Auf dem Bild ist es ganz gut zu erkennen. Das hat eine Berechtigung, weil das könnte ziemlich, ziemlich cool werden. 5 Hirnpunkte haben wir noch übrig. Jetzt ist halt die Frage, sammeln wir oder... Ich kann mich nicht so wirklich entscheiden. Ich sammle lieber nochmal Hirnpunkte. Es wird sicher noch eine Gelegenheit geben, wo wir dem Speicherfuzzi begegnen. Aber ich gucke gerade nochmal, wie es mit den Waffen aussah. War ich da mit allen auf Maximum? Denn ich befürchte, wir kommen nicht mehr ins Versteck, bevor wir den finalen Kampf bestritten haben. Oder zumindest einen Boss bestritten haben. Ich muss mal gucken bei den Plugins. Die habe ich irgendwie vernachlässigt. Kann ich denn auch die Plugins kaufen? Ja. Okay, das wäre zumindest eine Idee für Luca. Oder für Kasane. Schienen würde das 300 bringen. Okay, aber ich denke, Yuito Platoon geht da immer vor und Kasane. Es ist nämlich total wichtig, dass wir uns jetzt echt Maximum leveln und maximiert ausstatten. Ah, okay, ja, man kann nur von einem Typus Plugin eine Stufe tragen und nicht zwei Stufen mischen, das, habe ich schon fast wieder vergessen. Okay, das sieht hier soweit ganz gut aus. Ich werde auch nicht alle ausstatten können, obwohl alle schon recht gut versorgt sind. Aber Kasane
Als mein weibliches Pendant sollte da nicht zurückstehen. Ich finde das immer so schwierig. Man, durch die anderen verliert man völlig den Überblick. Ich würde aber sagen, das Yuito-Platoon ist ganz gut ausgestattet. Oh! Oh, eine Szene. Oh! Oh Gott, wie creepy. I'm tired of my own incompetence. I failed to save her. Again. Oh this history is unnecessary. If Arahabaki was right, I can just start over from the beginning again. As many times as I need to. Use the red strings for Alice. Ah, ist das das, was sich damals in Arahabaki zugetragen hat? What was that? It's like Karin's thoughts were inside my head. So him going back in time was to save Alice. Überraschung. What does he mean by as many times as he needs to? And he mentioned something about Arahabaki. Right. Even if he goes back to change the past, it doesn't necessarily mean Alice will be saved. The future is always uncertain. Once he determines he can't save her, he goes back to the past to change history all over again and repeats the process. Oh Gott, wie frustrierend. So he's going to keep jumping through time until Aunt Alice is saved? Wait. He time traveled after that, right? But Alice is still dead at this time. He went back to the past, but history hasn't changed. So he failed? Offensichtlich. I've never seen my brother like that before. Do you think he'll listen to us? Either way, he's our only lead. We have to get him to cooperate. Das wird nicht einfach. Denn seine Motive sind ja Verzweiflung und Liebe. Und ja, ich kann es verstehen, er versucht alles, um Alice zurückzuholen. Aber anscheinend ist es ein unausweichliches Schicksal, wenn er so oft zeitgereist ist und verschiedene Faktoren wahrscheinlich versucht hat zu ändern und es trotzdem nichts gebracht hat. Das ist schon frustrierend, deswegen ist er jetzt auch wahrscheinlich so wahnsinnig. Und verbittert und dunkel im Herzen. Oh! Nein! Nein, 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 geh mal. Oh Gott, oh Gott. Boah. Jetzt bin ich sogar noch in der Stufe aufgestiegen. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Ey. Okay, okay, okay. Einer, einer. Gott, was ist denn hier los? Don't get cocky.
Yes, es hat funktioniert. Okay, los, los, los. Das war nicht so erfolgreich, aber okay, einfach drauf. Drauf, drauf. Yes. So, es ist vorbei. Okay, ja. Die Musik ist zumindest wieder normal. Oh Gott, was war das denn? Wir befinden uns hier wieder auf einem halben Kunat Highway. Die Bäume sehen auch ganz, ganz lustig aus, als hätten die Laternen. Aber das ist so ein bisschen wie bei Babe. Okay, was ist hier? Oh nein. Oh nein, 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 nein. So, wir brauchen Zugummi. Das ist hier nämlich wieder gegeben, Liebesmüh. Oh, oh, oh. Na super. Oh Gott. Ich glaube, niemand möchte, dass wir sterben. Oh nein. Super, das hat ja gar nichts gebracht. Na los, na los, na los. Nein. Das sind jetzt zwei da. Um Gottes Willen. Wir müssen einen ganz dringend ausschalten. So, jetzt. Hä? Das war jetzt richtig, richtig unnötig. Komm. Oh Mann. Ja, Hanabi. Oh, 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 aufpassen. Ja, einer, okay. Oh Gott, nein, warum? Achtung, meine Güte, wo sind wir denn hier? Oh mein Gott. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Gott, was ist denn jetzt los?
komm, na komm, na komm. Oh, 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 oh. Oh man. Oh Gott. Na komm, na komm, na komm. Oh, 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 oh. Also hier legt ja noch mal einer so richtig die Todeskarte. Sind die weg? Nee, natürlich nicht. Na super, immer daneben. Na komm, na komm, na komm, na komm. Noch ein bisschen. Das Gehirnfeld wird mir sicher helfen. Das schon? Oh nein, sagt mir nicht, dass der Kroko auch so ein Hellsichtvieh war. Nein, ich habe das zu spüren. Oh nein. Okay, aber ich hoffe, sie sind jetzt wenigstens weg, aber wir haben noch 200 Meter bis zum Ziel. Was haben wir? SRS-Auffüllgetränk, das schon wieder. Da war doch eben irgendwo ein Speicher, Fuzzi. Dem können wir das doch sicher geben und dann das aufsammeln. Okay, das war aber jetzt gerade noch mal eine super wilde Horde. Ah, hier ist ein Speicherfuzzi. Hallöchen. Das ist ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, was wir noch hier haben. Okay, Gehirnfeldausrüstung ist inzwischen auch voll. Das heißt, da verkaufen wir jetzt was. Und lassen nicht einfach Items in der Gegend rumliegen. 1,5. Ja, dann geben wir doch mal ein bisschen mehr. So, und dafür gönne ich mir noch mal ein bisschen was hiervon. Wie gesagt, ich bin jetzt wirklich der Überzeugung, dass es nicht mehr so weit bis zum Endkampf wahrscheinlich dauert, außer es kommt jetzt nochmal eine riesige Überraschung. Deswegen bereite ich mich für den Fall der Fälle schon mal vor. Der sieht wieder aus wie bei Ada Habaki. Oh na, oh, ich bin's schon leid. Na komm, Schiede. Das habe ich aber noch nie so nah gesehen. Ey, Todesrolle. Oh mein Gott. Okay.
play with Sagumi's power? Noch mehr? Oh, ich höre auf jeden Fall noch jemanden. Ach ja, der. Ich glaube, der kann ich das Feuer gegen uns nutzen, oder? Ja, komm. Ja, ja, genau. Was war das? Ich hatte nur Hintern im Bild. War's das? Ah, okay. Pass auf, nicht. Wo kommt der denn her? Was ist das denn jetzt? Oh Gott, gar keine Ruhe. Gar keine Ruhe. Diesmal fahre ich nicht auf dich rein, du Robo-Jack im Sumpf. Los, los, los. Boah, was geht denn? Was ist das denn? Der ist auch so schnell. Boah. Los, 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 Na los, na los, na los. Doch, nicht auf mich. Na los, na los, na los. Oh, das war gut. Das war gut. Ja, aufpassen, aufpassen. Nein, 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 nein. Thanks. I feel better now. Oh, nein, wie wild geworden ist hier. Na komm, noch ein bisschen. Ja, sehr cool, aber schon. Mit der Kettensäge den Baum bezwungen. Oh. Nein. Wer hat sich das ausgedacht? Was ist das denn für ein Level der Hölle? I need your help.
team. I need you, Kemma. Ja, Gott sei Dank. Oh je, oh je, Doppelschulter-Check, Hilfe. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Ich denke noch, was ich für brauche. Ja. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Na los. Mach sie fertig, mach sie fertig. Oh nein, oh nein, oh nein, komm, komm, komm. Wir dürfen nicht im Gehirnfeld sterben. Komm wenigstens ein. Okay, wir haben es gerade so geschafft, ein. Na komm, na komm, na komm. Nur noch den. Genau ins Gesicht. Gott sei Dank. Das war jetzt der letzte. Oh Mann, was war das denn? Oh, da vorne kommt auch schon das Ziel. Dann speichere ich hier nochmal. Gehe auch nochmal zum Laden. Denn ich weiß ja nicht, was da beim nächsten Ziel auf uns wartet. Aber ich denke, wir nähern uns wirklich langsam dem Ende. Beziehungsweise sind wir schon ziemlich lang hier in... in diesem sehr Welt-Hirnfeld. Oh! Da war eine Nachricht von Satori. Das ist jetzt interessant. Ich konnte es jetzt nur aus dem Augenwinkel sehen. Nee. Warum passiert mir das denn immer so jetzt? Mein erster und letzter Brief. Meine Befehle lauteten, Erinnerungen zu archivieren. Also habe ich nie über ihre Inhalte nachgedacht. Und das wird auch weiterhin so sein. Es ist aber nicht so, dass ich dabei nichts fühle. Ihr habt bei Schwierigkeiten nie kehrt gemacht und deshalb sind wir jetzt hier. Das wollte ich euch sagen. Ich archiviere die ganze Geschichte, die ihr aufbaut, wenn der Tag kommt, an dem wir auf diese Zeit zurückblicken. Nein, das reicht. Eure Geschichte wird weitergehen. Ich bin mir sicher, dass die Archivierung noch nicht aufhören wird. Oh. Das ist doch wohl ein eindeutiges Indiz, dass es jetzt keinen Speicherpunkt mehr gibt, oder? Wir haben 13 Hirnpunkte. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir da gleich noch mal ordentlich... Hirnpunkte verballern. Das Gehirnfeld haben wir jetzt doch wieder öfter benutzt. Schwierige Frage. Aber so eine Combo
Fünfer-Kombo ist auf jeden Fall immer gut, egal welchen Gegner man vor sich stehen hat. Jetzt habe ich aber natürlich nur noch 7 Hirnpunkte. So, dann machen wir das auch noch und dann gucke ich mal, ob ich die 3, die ich habe, auch noch investiere. Das ist alles so schwierig, die Qual der Wahl. Das könnte man natürlich auch machen. So, ich denke, wir sind jetzt rundum echt gut ausgestattet. Obwohl ich es mir gewünscht hätte, die komplette Hirnkarte zu komplettieren. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt aber ein Riesenfinale-Gefühl im Unterbewusstsein, wenn Satori sich schon mit einer letzten Hirnnachricht verabschiedet hat. Das heißt, das nächste Mal kann uns alles erwarten. Und ich fieber dem total entgegen. Danke fürs Zuschauen, es bleibt weiterhin spannend und bis zum nächsten Mal.